Steht das Monsterverse jetzt endgültig auf der Kippe? Wir haben Adam Wingard für die Fortsetzung verloren und das, obwohl der sich doch sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, wie man jetzt mit dem Monsterverse weitermachen könnte. In diesem Video jetzt hier sprechen wir mal darüber, was der Ausstieg von Adam Wingard für die Zukunft des Monsterverse wirklich bedeuten kann. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ihr Lieben, ich weiß, die News ist schon ein bisschen älter. Ich komme manchmal nicht wirklich hinterher, wenn wir jetzt eben auch im Jurassic-Universum eine neue Serie bekommen haben, nämlich Jurassic World Chaos Theory. Und dann muss das erstmal besprochen werden. Und deswegen ist diese eine News so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil ich mir aber auch dachte, okay, der ist jetzt eben einfach raus. Das wird aber nicht allzu große Konsequenzen haben. Tatsächlich muss ich jetzt aber sagen, doch, das könnte noch einmal sehr viel verändern. Denn laut Insider-Angaben, ihr wisst, wie das ist mit Insider-Angaben, die können stimmen, aber eben auch nicht stimmen, soll auf jeden Fall aktuell schon an einem neuen Monsterverse-Film gearbeitet werden. Gerüchten zufolge wäre das Jahr 2027 angepeilt worden. Und das könnte tatsächlich einen wichtigen Grund haben. Ich meine, wir bauen jetzt ein Monsterverse auf. Und was das Monsterverse bisher einfach nicht gemacht hat, war wirklich konsequent einen roten Faden zu erzählen. Und so oft ich auch auf Marvel eindresche, weil die aktuellen Projekte einfach für mich echt nicht mehr gut sind, habe ich Marvel wirklich von Phase 1 bis Ende Phase 2 noch sehr stark verteidigt. Und ich muss auch trotz allem sagen, dass der rote Faden, der bis zu Thanos am Ende, der da durchgezogen ist, das hat schon Bock gemacht, mitzuverfolgen, was als nächstes passiert. Das heißt, Thanos war der Ankerpunkt gewesen, an dem sich der gesamte rote Faden entlang gehangelt hat. Das haben wir jetzt im Monsterverse nicht. Und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Ja gut, das haben wir in den Toro-Film aber eigentlich auch nicht. Wir haben quasi einen neuen Toro-Film mit neuen Monster, dann haben wir einen anderen Toro-Film mit noch einem neuen Monster, mal ist Ghidorah der Gegner, mal Mechagodzilla, mal Space Godzilla, mal Destoroyah, was auch immer. Und den Punkt gebe ich euch auch. Allerdings baut das Monsterverse ja laut eigenen Aussagen von Legendary ein Universum in der Art von Marvel auf, also ein Cinematic Universe. Wenn man sich also hinstellt und sagt, ich möchte so ein Universum aufbauen, dann wäre es vielleicht aber auch schlau, daraus ein Universum zu machen. Ich meine sogar die Serie Monarch, Legacy of Monsters, die kapselt sich ja so stark von den Filmen ab, dass sie einfach noch eine Zwischenwelt wie das Axis Mundi erfinden müssen, damit sie ja nicht auf die Hohlerde zugreifen. Weil wenn sie in der Hohlerde eingreifen würden, dann müssten ja die Ereignisse dann dort irgendwie auch Einfluss auf die späteren Filme haben, weil es wäre dann ja passiert. Ich habe das Gefühl, man hat einfach bisher so ein bisschen Schiss davor gehabt, wirklich ein komplett durchgehenden roten Faden zu spannen, weil sich dann natürlich sehr viele kleine Fehlerchen einschleichen können. Allerdings hat man meiner Meinung nach mit Godzilla Kong the New Empire genau diese Chance unfassbar verschenkt, jetzt endlich das große Universum zu öffnen, das uns am Ende des Films vielleicht noch einen kleinen Cliffhanger gibt und einen Verweis darauf, was als nächstes passiert. Jetzt wissen wir, Adam Wingard ist nicht länger auf dem Regiestuhl tätig. Das Ganze könnte sich auch nochmal ändern, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Nein, das Ganze hat sich schon sehr endgültig angehört und das, obwohl Adam Wingard ja noch sehr große Pläne für das Monsterverse hatte. Unter anderem wollte er bestimmte Comics in Auftrag geben, welche als Spin-offs gedient hätten, sowas wie The Story of Mothra oder ähnliches. Wir hätten möglicherweise auch Filme und Serien bekommen sollen, die ebenfalls nochmal Spin-offs wären, sowas in der Art wie Monarch Legacy of Monsters, nur eben in einer anderen Zeitspanne. Er wollte eine Kong-Trilogie vollenden, das war zuallererst sein Plan gewesen, eine Trilogie, die mit Godzilla vs. Kong begonnen hat und mit Godzilla Kong the New Empire ihren zweiten Teil hatte, mit einem dritten Film zu beenden. Als es dann aber massive Kritik hagelte, dass Godzilla immer mehr wegrutscht von der ganzen Geschichte und dass der einfach nur noch mitspielt, damit der Name irgendwie aufs Cover kann, weil Godzilla verkauft sich anscheinend besser, da hat Wingard plötzlich zurückgerudert und gesagt, naja, wir werden jetzt im nächsten Film denselben Fokus auf Godzilla legen, wie er in Godzilla Kong the New Empire auf Kong gelegen hat. Seine Idee dabei ist gewesen, einen Film zu kreieren, der von seiner Tonart her und von seiner Wichtigkeit an Godzilla gegen Destroyer herankommen würde. Tatsächlich spielte er mit dem Gedanken schon selbst, Destroyer mit in den Film reinzubringen oder zumindest, wie gesagt, eben einen Film zu kreieren, der da herankommt. Das heißt, möglicherweise hat man hier mit dem Gedanken gespielt, Godzilla sterben zu lassen und vielleicht gegen Godzilla Junior zu ersetzen, der dann von Kong ausgebildet werden müsste. Das waren ja alles Gerüchte, die aufgrund von Aussagen von Adam Wingard im Raum herumgeschwebt sind. Warum genau er das Projekt jetzt verlassen hat, da gibt es tausende Aussagen dazu. Ich meine,
also seine Aussage selber, das ist jetzt die, auf die ich mich hier mal stützen kann, das ist einfach die, dass er aktuell so viele Projekte wohl angeboten bekommen hat, dass er sich dann da nicht auf das Monsterverse festsetzen will. Und das ist fair, wenn man wirklich sagt, okay, das ist mir nicht so wichtig. Ich meine, das Monsterverse ist schnelles Geld im Endeffekt, ne? Die Leute finden die Filme ja geil, obwohl die Story sehr, sehr beschaulich ist. Und ich muss sagen, ich gehe in die Filme auch nicht zwingend rein wegen der Story, sondern eigentlich wegen der Action. Da muss ich dann wirklich einen Daumen hoch geben, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass man dann eben einfach sagt, okay, jetzt ist mir doch nicht wichtig genug. Ich mache das nicht mehr. Nur mal als Beispiel, Colin Trevorrow, der Jurassic World gemacht hat, der meinte, bevor er Jurassic World 1 angefangen hat zu drehen, dass man eigentlich nach dem ersten Jurassic Park Film keine Fortsetzung mehr hätte machen sollen. Er hatte also von Beginn an keinen Bock auf die Reihe, hat aber einfach trotzdem noch 3 Filme gemacht und, naja, einfach eben die Kohle mit eingesteckt. Jetzt stehen wir also da ohne Regisseur für das Monsterverse und, naja, überlegen uns, was das jetzt bedeuten könnte. Bisher haben wir noch keine wirklich durchdringenden Informationen, wer zunächst auf dem Regiestuhl sein könnte. Allerdings gibt es erste Spekulationen, warum es jetzt wirklich bis 2027 dauern sollte, dass der nächste Film erscheint. Und zwar geht es hierbei darum, dass man jetzt endlich einen Cinematic Universe Plan aufstellen wird. Dass wir so etwas bekommen wie ein Mastermind. Eine Person, die hinter den gesamten Projekten steht und eben alles genau betrachtet. Also den Kevin Feige des Monsterverse. Und da habe ich schon vor einiger Zeit gesagt, das fehlt dem Monsterverse irgendwie so ein bisschen, weil hier und da immer mal Sachen angerissen werden, die entweder lieblos erzählt oder einfach gar nicht mehr aufgegriffen werden. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ein dicker Pluspunkt, wenn das jetzt wirklich passieren würde. Ebenfalls würden wir einen neuen Regisseur bekommen oder auch verschiedene Regisseure, die dann auch verschiedene Filme machen würden. Vielleicht gehen wir jetzt tatsächlich in die Marvel-Richtung und nehmen uns wirklich die Kritik vor, die auch Godzilla Kong the New Empire bekommen hat, obwohl der Film sehr gut angekommen ist, was mich auch immer noch sehr freut, dass er zu überladen gewesen ist. Die gesamte Mothra-Story in dem Film hätte ein eigener Film für sich sein können. Und genau das könnten sie jetzt möglicherweise ebenfalls umsetzen, dass wir mehrere Filme parallel zueinander bekommen. Und das wäre ebenfalls ein sehr cleverer Schachzug, dass man eben nicht immer aus Zwang Godzilla auf irgendeinem Poster klatschen muss, sondern den Zuschauern auch mal zeigt, ey, da draußen gibt's noch ganz viele andere geile Kaijus oder eben Titanen, wie sie jetzt hier genannt werden, bei denen es sich lohnt, alleine für die ins Kino zu gehen. Und ich bin auch kein Fan davon, die Marvel-Formel zu kopieren, aber wahrscheinlich passt diese Formel am besten auf das Monsterverse. Wenn wir einfach einen Film bekommen, der uns vielleicht Destroyer schon einigermaßen anteasert oder von mir aus auch eben nur Space Godzilla, der vom Weltall her aus irgendeinem Grund auf zur Erde ist, da müssten wir halt dann die Story ein bisschen abwandeln. Aber auf jeden Fall könnten wir dann Einzelfilme von einzelnen Kaiju oder eben Titanen bekommen, die dann zum Schluss in einem All-Out-War-Film gemeinsam gegen einen Gegner kämpfen müssen, dem Godzilla und Kong zu zweit einfach nicht gewachsen sind. Quasi endlich mal eine Gefahr, die wirklich auch bedrohlich ist, wo wir uns im Kino selber denken, okay, was machst du jetzt gegen den? Erneut ein Lob an das MCU, als Thanos den Hulk plattgeschlagen hat, ohne die Infinity-Steine zu benutzen, hat man sich auch gedacht, okay, krass, wenn der das jetzt schon so kann, wie mächtig ist der erst dann, wenn der alle Steine hat? Und genau so einen Aufbau brauchen wir auch jetzt für das Monsterverse. Das heißt, wir haben jetzt keinen Regisseur mehr, der gesamte Plan von Adam Wingard könnte ebenfalls verworfen werden. Jetzt können wir hier einsetzen und auf das Grundgerüst, das er uns zurückgelassen hat, jetzt ein Universum aufbauen. Jetzt wirst wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Siehst du das auch so positiv wie ich und sagst, okay, es stimmt, dass man sich jetzt einfach mal so von diesem Konzept verabschieden kann, immer nur Godzilla und Kong in dem Film zu zeigen, gibt auch einfach den anderen mal eine Chance. Das macht's außerdem viel besonderer, wenn die sich dann erst nach 5 Jahren in dem Film wieder treffen, als jetzt in jedem Film zusammen da miteinander rumzuhantieren. Ist zumindest meine Meinung, wie gesagt, ich bin auf deine gespannt. Schreib's mir in die Kommentare rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.